Unser Studiogast, das ist auch ein echter Norddeutscher, der ist nämlich in Oldenburg geboren und der hat schon einiges erlebt in seiner Trainerkarriere. Auch viel Kurioses, zum Beispiel jetzt in seiner Station als Trainer von Hansa Rostock. Vor ein paar Wochen noch war er auf Tabellenplatz 15. Einige hatten ihn schon abgeschrieben, er war schon fast entlassen. Jetzt ist er auf Tabellenplatz 3 und unter anderem darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Andreas Bergmann. Haben Sie hingehört, Herr Bergmann? Haben Sie die Musik erkannt? Nee. Wir haben gedacht, wir tun Ihnen Gefallen mit Neil Young. Oh, das ist jetzt aber ein Fauxpas. Sie liest gerade das Buch von ihm oder so. Ach, ehrlich? Ja. Echt? Aber Neil Young, wir haben gelesen, so, Sie sind Fan von Neil Young. Wie muss man sich das so vorstellen? Tanzen Sie so beim Rasieren durch die Wohnung oder zu Neil Young? Oder? Nein, aber es ist, ich bin sowieso ein relativ großer Musikfan. Mhm. Und Neil Young hat relativ mich lange begleitet. Ich finde, dass er ein außergewöhnlich toller Mensch ist und gute Musik geschrieben hat. Und ich bin ein großer Fan von ihm. Aha. Wir haben gerade schon mal kurz angerissen, dass Sie ganz schön was hinter sich haben in Rostock. Vor ein paar Wochen schon fast rausgeschmissen worden waren. Dann hat sich irgendwie alles gedreht und wir wollen erst mal gucken, was war da eigentlich genau los. Mark Hall. Genau. Seit 7 Wochen überschlagen sich die positiven Zeitungsmeldungen. Erst das Wendemanöver, dann der steile Aufstieg. Bergmanns Zahlen sprechen für sich. Von zuletzt 21 möglichen Punkten hat Rostock 19 geholt. Von Platz 15 in der Tabelle Ende Oktober steht Hansa nun auf Platz 3. Andreas Bergmann ist der Erfolgstrainer der Stunde. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er der Chef ist, ist aber trotzdem locker, umgänglich und vermittelt aber auch seine Spielidee, seine Idee von Fußball. Er hat einen sehr, sehr engen Draht zur Mannschaft. Ich glaube, dass er bei den Spielern sehr authentisch rüberkommt. Aber da war doch was. Von Euphorie war lange gar nichts zu lesen. Die Schlagzeilen waren ganz andere. Nach 6 Spielen ohne Sieg schien der Rauswurf im Oktober nur noch Formsache zu sein. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Ablösung von Andreas Bergmann beschlossene Sache gewesen ist. Es ist auch schon so gewesen, dass man sich mit Peter Vollmann handelseinig gewesen ist, dass der die Nachfolge sowohl als Trainer, übrigens auch als Manager hätte übernehmen sollen. Dann war das die Woche so chaotisch und so durcheinander, dass auf jeden Fall Andreas Bergmann das Spiel gegen Halle ja noch bekommen hat. Und da hat er dann die Kurve bekommen. Das Schicksalsspiel gegen Halle. Ein knapper 2:1 Erfolg. Bergmanns Zeit läuft nicht ab. Ab diesem Spiel beginnt sie erst so richtig. Andreas Bergmann ist gefestigter denn je. Und wie heißt es so schön? Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Der Blick geht auch bei der Vereinsführung nur noch nach vorne. Am Ende der Saison würde ich gerne lesen wie der Phönix aus der Asche. Das wäre ganz, ganz toll, wenn das uns gelingen würde. Hansas Erfolgsgeschichte. Kann Andreas Bergmann sie noch weiterschreiben? Herr Bergmann, wenn Sie mit dem Wissen von jetzt und diesem dritten Tabellenplatz noch mal so zurückgucken auf diese Zeit, wo das alles passiert ist, was wir da gerade gesehen haben, ist das auch für Sie irgendwie ein bisschen verrückt oder ist es total normal in diesem Geschäft? Ist eigentlich fast normal, obwohl diese Situation schon, wir reden ja immer von der Schnelllebigkeit in diesem Geschäft und von dieser Dynamik, die hat mich dann natürlich voll erwischt. Inwiefern? Ja, zumal wir natürlich auch eigentlich mit dem Anspruch angetreten sind, eine neue Mannschaft aufzubauen und das war auch meine Herausforderung, da in Rostock anzufangen, diesen Umbruch einzuleiten und wir sind dann relativ gut auch gestartet und dann waren auch die Erwartungen schon oder relativ schnell schon wieder hochgesteckt. Und dann haben wir einige Spiele nicht so gemacht oder zumindest die Ergebnisse nicht so geliefert, dass da diese Unruhe zustande gekommen ist. Aber wenn Sie meinen voll erwischt, was meinen Sie damit? Ja, jetzt diese Dynamik, dass plötzlich, ich weiß ja, dass ein Verein wie Hansa Rostock, der so eine Tradition hat und der aber auch so eine schlimme Phase hinter sich hat,
sich natürlich wünscht und dann auch noch wirtschaftlich seine Probleme hat, dass schnell der Erfolg zurückkommt. Und dann sind vielleicht bei dem einen oder anderen schon die Erwartungen zu groß gewesen und hat das nicht richtig realistisch eingeschätzt. Wir haben uns aber erkundigt und wir haben gehört, dass das die Führungsetage voll hinter ihrem Plan und dem von Uwe Fester stand und dann irgendwie trotzdem die Nerven verloren hat. Inwieweit kränkt Sie sowas auch als Trainer, wenn sowas passiert? Ich finde es schade. Also ich hatte eher Angst um dieses Projekt, dass man das verliert, weil es einfach eine spannende Aufgabe ist. Kränken tut mich das nicht mehr. Nee? Nein. Lässt die das total kalt? Nein, kalt nicht. Ich sag ja, das wär schade gewesen. Aber ich weiß und ich habe auch ein ganz bisschen Verständnis dafür, dass, glaube ich, sehr viel Angst da herrscht und dass da sehr viel Unruhe ist, wenn man so viel erlebt hat und dass man dann, dass man durch diese Angst wieder hektisch wird und dann nicht so besonnen ist. Aber man muss, wenn man wirklich so ein Projekt startet, wirklich Ruhe und Besonnenheit ausstrahlen und das habe ich versucht. Aber wie gehen Sie dann damit um? Sie haben das ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch aus den Medien erfahren. Und in so einer Situation, wo es mal schlecht läuft, weiß man auch in diesem Geschäft, stürzen, kommen alle noch aus ihren Löchern und schießen auch los. Wie gehen Sie mit sowas um? Einmal sind natürlich auch da Erfahrungen, was man sonst schon erlebt hat im Leben. Aber das relativiert das, was man sonst schon erlebt hat im Leben? Oder wie meinst du? Ja, nein, das ist, weil man das ja nicht das erste Mal erlebt hat, dass diese Dynamik entstehen kann. Macht es das besser? Das macht es nicht besser, aber das macht es so, dass man das einfach so nicht so persönlich nehmen darf. Mhm. Dass man das, wenn man das persönlich an sich ranlässt, dann tut's weh, keine Frage. Aber für mich war ganz wichtig, dass ich dieses authentisch bleibe, gerade den Jungs gegenüber. Und die Jungs haben mir es ja auch leicht gemacht, weil entscheidend ist für mich einfach, wie die Leistung der Mannschaft ist. Und die haben einfach gerade auch in dieser Phase so intensiv trainiert und sich nie haben hängen lassen und von dieser Spielidee, die ich habe, so überzeugt, dass ich da auch gar nicht so aus der Ruhe rausgekommen bin. Aber erklären Sie sich das zum Beispiel auch so, dass es dann so eine Kehrtwende gegeben hat, dass man so oft gewonnen hat, dass die Spieler, haben die da auch ein bisschen für Sie gespielt? Oder wie ist Ihre Erklärung, warum es plötzlich dann so gut lief? Ich sehe Leistung meiner Mannschaft, die definiere ich ein bisschen anders als viele andere. Weil man ja immer nur die Ergebnisse sieht. Wir haben einige Spiele zu Hause abgeliefert, gegen Unterhaching oder gegen Dortmund oder andere, wo wir in der Situation, in der die Mannschaft war, richtig gute Leistungen gezeigt haben, haben aber nicht das Ergebnis gebracht. Und dementsprechend wusste ich aber, dass die Mannschaft diese Leistung bringen wird, weil Spieler entwickeln sich auch. Und das war ja auch unser Anspruch. Mhm. Wenn man Qualität nicht kaufen kann, muss man sie entwickeln. Und dementsprechend muss man hart dafür arbeiten. Und davon war ich immer davon überzeugt. Und die Jungs aber auch. Und im Endeffekt belohnen sie sich jetzt gerade selber und das macht Spaß zu sehen. Aber jetzt gibt es nicht nur dieses eine Problem, oder beziehungsweise das ist ja jetzt gelöst und man hat ein bisschen Ruhe, sportlich läuft das richtig gut, aber Hansa Rostock hat große Finanzprobleme. In diesem Nachlizenzierungsverfahren gab es eine große Liquiditätslücke, die hat man jetzt zur Hälfte geschlossen und man braucht bis zum 20. Januar noch 500.000 Euro. Inwieweit tangiert das auch Ihre Arbeit als Trainer? Überhaupt nicht. Das lasse ich auch gar nicht an uns ran, weil ich habe einfach die große Hoffnung, dass die handelnden Personen das irgendwie in den Griff bekommen. Und da verliere ich ja nur Energie, wenn ich mir da jetzt noch großartig Gedanken drüber mache. Ich glaube, die gesamte Energie brauche ich, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten und dass wir diese Leistung weiter stabilisieren können. Und dementsprechend macht es keinen Sinn. Genauso mache ich mir keine Gedanken, was wieder passieren kann, wenn wir 2, 3 Niederlagen haben. Was könnte passieren? Da verliere ich keine Energie mehr. Und machen Sie sich darüber Gedanken, ob im Winter womöglich noch neue dazukommen oder ist die Sache total abgehakt und sagt man hat im Sommer was unternommen, man hat neue Leute geholt, die funktionieren gut mit Blacher und so weiter, hat jetzt schon wieder getroffen gegen Elversberg und damit ist jetzt Schluss oder liebäugeln Sie mit neuen? Ich glaube, dass unser wirtschaftlicher Rahmen nicht unbedingt so viel zulässt, dass ich da großartig liebäugeln könnte, habe aber auch absolutes Vertrauen zu der Mannschaft und wir haben auch noch ein paar ganz talentierte Nachwuchsspieler, die nur noch warten, auch ihren ersten Einsatz zu bekommen. Ist das Wort Aufstieg verboten in Rostock? Nein, ich glaube, das sollte nirgendwo verboten sein, aber man muss jetzt wirklich die Situation realistisch einschätzen. Wir sind in diesem Umbruch, ja, und ich wehre mich natürlich nicht dagegen, wenn irgendwelche Situationen absolut positiv entstehen. Die sind im Moment für mich aber nicht realistisch, sondern wir wollen wirklich ein Fundament aufbauen mit einer Spielidee, gepaart auch mit einer Wettkampfmentalität der Spieler. Das geht nicht von heute auf morgen. Wie Phönix aus der Asche hieß es gerade im Film. Was würden Sie am Ende der Saison am liebsten sagen, rückblickend? Oder wo würden Sie sich sehen? Die Mannschaft hat sich toll entwickelt. Okay, unter Ihnen. Ja, genau.
Dann sagen wir erstmal danke für diesen netten Besuch. Viel Glück fürs nächste Spiel, viel Erfolg danke. Für das Spiel gegen Holstein Kiel. Liebe Zuschauer, diese Partie, die zeigen wir Ihnen in der nächsten Woche am kommenden Samstag ab 13.45 Uhr live hier bei uns im NDR Fernsehen. Herzlichen Dank, Herr Bergmann. Alles Gute fürs Team. Vielen Dank für den netten Besuch. Danke.